So, herzlich willkommen bei Level 9. 9 sag ich schon. Wir kommen hier auf 9. Das ist Level 11. 9, also sowas. So, jedenfalls haben wir jetzt gleich einen ziemlich schwierigen Sprung vor uns. Und hopp! Mit der Zeit kriegt man den aber raus. Wenn man da nicht genau richtig landet, landet man in die Stacheln. So, und wo geht's jetzt da lang? Und da geht's lang. Genau. Da geht's lang. Obacht, dass wir nicht filettiert werden. So, und hopp. Richtig, Moment, Springer. Sonst fliegt man genau rein ins Messer. Oder was auch immer das darstellen soll. Ist das aus Glas oder aus Metall? Keine Ahnung. Und wieso funktioniert das nur, wenn jemand kommt? Hat das einen Bewegungsmelder drin oder was? Egal. Naja, jetzt müssen wir erst einmal den da fertig machen. Den Zipfelklatscher. So. Kaputt. So, Schwebesaft. Oh, das ist unser Betonplatten auf den Kopf gefallen. Ja, das ist einmal Betonplatten auf den Kopf gefallen und die ist dann zerbrochen. Ja, und den Schwebesaft, den haben wir deswegen gebraucht, damit wir die 5 Betonplatten überspringen können. Sonst warten wir gar nicht dabei gekommen. So, das ist jetzt gefährlich, die Steine. Die brechen bestimmt alle runter. Wo muss man da stehen bleiben? Weiß nicht, was im nächsten Bild ist. Klar. Knapp, knapp, knapp. Okay, die brechen auch alle runter. Oh! Das war knapp, jetzt war die beinahe doch noch in die Stacheln gelandet. So, wo lande ich jetzt? Ui! Nochmal Stacheln. Hoffentlich bricht die da drin nicht. Nee, die bricht nicht. Sehr gut. Oh, schon wieder einer. Okay, ja. Zipfelschwinger. Okay, ja. Sackelgesicht, du verschissenst du. Jetzt Hosen der rennt. Jetzt liegt er da unten. So, ein Saftal. Da bricht nichts. Schauen wir, wo wir da hinkommen. Ah, sieht ja schön aus. Säulenkonstruktion. Schauen wir, können wir da raufkraxeln? Geht das? Ja, das geht. Ja, ist ja genial. Das ist einmal. Jawohl. So, und schon hätten wir Level 11 auch geschafft. Also bis zum nächsten Video.